Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Runde Dein Painting mit Franzi Unboxing. Wir haben eine neue Kooperation mit der Firma Dime Clubs. Ich durfte mir Produkte aussuchen. Ich möchte gerne mal reingucken. Ihr wollt gerne reingucken. Und ich habe, wie gesagt, wie hier wieder aufgeschnitten. Genau. Und es kommen wieder regelmäßig mit Videos. Das war halt, weil mein Urlaub hatte. Deswegen wollte ich ein bisschen Zeit verbringen. Und genau, vorab. Wir machen dieses Paket einfach mal auf. Das sind zwei Bilder. Ich krieg's nicht raus. Oh mein Gott. Hui, Sport. Wir fangen mit diesem Bild an. Das ist das größte von den beiden. Ja, mir ist da auch was passiert beim Aufschneiden. Und zwar, ich glaube, ja, hier habe ich ein bisschen in die Legende geschnitten. Das ist mir noch nie passiert, aber mein Gott. So, jetzt machen wir es mal auf. I will reingucken. So, wir haben hier ein größeres Bild. Ich weiß gar nicht mehr, wie groß das ist. 50x65. Wir haben hier, juhu, eckige Steine, die sind in so Zipptütchen. Okay, ein Tütchen doch, ich dachte, es wäre jetzt keins dabei. Wir haben ein ganz kleines Schälchen, ein paar Tütchen, ein normales Stift und eine blöde Wachs. Hier wäre zum Beispiel ein Aufsetzer cool gewesen und ein bisschen größeres Schälchen. So, Steine schauen wir uns gleich an. Wir wollen natürlich jetzt das Bild sehen. Wo kommt denn du jetzt her? Meine Güte hier. Okay. Es ist ein cooles Bild. Das ist dieses Bild. Also es ist einfach so, ich fand das so mega cool. Kann ich? Ja, ich glaube, so muss das am besten sein. Also es sieht einfach cool aus. Es ist ein Haufen Schwarz. Aber ich fand dieser Totenkopf einfach mega. Wir haben keine separate Legende dabei. Nur diese eingeschnittene von mir. Das Bild hat 27 Farben. Oh, das ist aber irgendwie cool, oder? Ich meine, die roten Augen, die hätten vielleicht nicht sein müssen. Also ich denke mal, in der Nacht könnte das beängstigend sein. Aber ich finde das Bild einfach mega cool. Das ist mal komplett was anders. Aber cool. Ich zeige euch wieder einmal von nahen. Oh, wie cool. Das sind eckige Steine, habe ich das gesagt? Komm, fokussier. Ja. Also, Leinwand ist top. Haufen. 310. Ich glaube, so ist besser, oder? Auf jeden Fall, Leinwand ist top. 50x65 habe ich gerade schon gesagt, aber ich sage es nochmal. Und dann natürlich die Steine. Wir haben so Zipptütchen. Und das finde ich schon mal cool. Weil im Endeffekt musst du die da nicht einsortieren, dann kannst du gleich lospicken. Das mache ich zum Beispiel bei so Zipptütchen. Aber das macht mir Angst. Eine riesengroße 310. Boah, guckt euch das an. Also das ist schon, puh. Aber es sind wunderschöne Farben dabei. Guckt euch mal das Gelb hier an. Sind zwei verschiedene Farben dabei noch. Rot, Blau. Hier dieses Grüne. Boah. Auch noch so ein mega schönes Orange. Das finde ich echt schön. Dann verschiedene Grüntöne. Boah, ich finde das mega schön. Wahnsinn. Das Einzige, was man Angst macht,
Dieser Batzen 310. Aber Qualität ist tippitopp. Die Steine sahen jetzt auch gut aus. Ich kann auch mal einfach mal euch ganz nah richtig zeigen. Also die sind echt, die sitzen richtig locker drinnen. Sieht schon mal echt gut aus. Macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. Und ich finde sie auch, also sie, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein sie ist. Ich gehe jetzt mal davon aus. Oh, dieses Bild ist einfach wow. Es ist einfach wow. Ich denke mal, es kommt richtig gut vor, zum Vorschein die Farbe. Wenn das wirklich gepainted ist und das alles schwarz ist und dann kommen diese krassen Farben. Bin begeistert. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich lege es jetzt einfach mal auf Seite. Und hier haben wir das zweite. Ich zoome wieder ein bisschen raus. Das fand ich auch so süß. Ich weiß jetzt, was die Größe gerade ist. Also ich habe es gerade nicht im Kopf. Und zwar, und jetzt passt auf. Machen wir auch hier ist das Trükit. Hier haben wir auch ein kleines Schälchen, ein paar Tütchen, kleine Wachs und ein Stift. Hier haben wir eine Größe von, wartet ab, 65x35 und 27 Farben. Ihr habt ja letztens gesehen, ich habe so eins jetzt gehabt mit Schafen, jetzt habe ich eins mit Nilpferden. Bitte, wie süß ist das? Auch hier, nee, das sind runde Steine. Das sind runde Steine. Aber auch dieses ist mega niedlich. Also ich finde das so süß. Das ist so süß. Ich muss jetzt eine Kinderriegel hier. Das ist mega süß. Boah. Ich zeige euch das vom Nahen. Oh, guckt euch an. Wie süß. Ein Nili. Okay. Die Leinwand. Wir warten ab, bis es fokussiert. Auch die glänzt richtig gut. Ich hoffe, man erkennt das jetzt so. Ich denke schon. Uta? Ja. Ja. Eine Wunder. Also, das Bild ist auch wunderschön. Ja, ich finde das so süß. Süß. Sehr, sehr süß. Und hier haben wir auch so abgepackte Steine. Diesmal rund. Aber auch diese Farben. Wunder, wunderschön. Ui. Also diese Grüntöne und dann dieser Ton. Mega. Genau. Und falls ihr Interesse habt an die Produkte, ich poste den Link in die Infobox. Ihr könnt gerne mal beim Shop vorbeischauen. Genau, und das war's. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Wir hören uns auf jeden Fall bald wieder. Über einen Daumen nach oben würde ich mich mega freuen. Über jeden neuen Kommentar auch. Und jeder Abo. Da freue ich mich immer. Über jeden einzelnen freue ich mich mega. Ich bedanke mich bei euch. Bis bald. Tschüss, eure Franzi.